Herzlich willkommen zurück zu Star Wars, die Rache der Sith. Im letzten Part haben wir General Grievous getötet, haben ein paar Wookies befreit und Mace Windu ist draufgegangen. Davon weiß Yoda aber auch noch nichts und deshalb können wir eigentlich die Mission hier starten. Mal schauen, was uns alles so erwarten wird. Ich habe übelst Bock drauf. Ich hoffe, ihr auch. Das Erste, was uns erwartet, ist auf jeden Fall wieder ein Ladebildschirm. Die Zeit ist gekommen. Führt die Order 67 aus. Ja, mein Lord. Nicht 67, Order 66. Oh, warte, wir sind ja gar nicht auf Kashyyyk. Wie ihr wünscht, mein Lord. Alle am Tanzen. Ach man. Ich wollte jetzt einmal einen geköpft sehen. Aber nicht mal hier wurde ich befriedigt. Okay, immerhin haben wir jetzt hier gescheite Kashyyyk-Trooper im Gegensatz zum letzten Mal. Oh, der wurde zerstört. So. Gut, das reicht schon. Okay, die Musik ist jetzt viel mystischer als wo wir hier angekommen sind. Und es werden weitere Wookies festgenommen. Da war der Wilhelm Scream. Ja, diese Wookie erreichen wir werden. Aber wachsam, wir müssen bleiben. Er ist nicht ganz, hat er nicht ganz Unrecht. Die ganzen Klone wurden von Jango Fett ausgebildet, eine Mandalorianer. Jedis und Mandalorianer hassen sich. Mechanismus, wir schaffen müssen. Chewbacca knurrt. So. Was müssen wir jetzt hier machen? Ah, bauen. Sehr fortschrittlich. So, hier haben wir noch ein paar Klone. Und unsere Fluchtkapsel. Ich kann es unterbringen, wir werden.
Was kann man hier im Picknick machen? Oh, sicher nett, an so einem kleinen Bach und so. Nettes Detail. So. Bringt es nichts? Wo kann ich hier bauen? Hier. Ernsthaft? Ja, komm, bauen wir einen Rammbock. Ah ja. Okay, es war uncooler, als ich gedacht habe. Ich habe gedacht, es ist cooler. Aber warte, hier können wir nochmal was bauen. Tatsächlich, hier sind doch Druiden. Oh. Das wollte ich nicht. Bauen wir mal noch ein bisschen. Was sind da oben? Müssen wir das abschießen? Ah ja. Okay. Fähigkeit noch nie gesehen, aber jetzt hatte sie mal ihren Auftritt. Unseren Geist und Körper benutzen wir werden. Alles klar. Lol, ich blick's nicht. Kamera. Muss ich einfach nur die zwei vertauschen? Ich glaube schon. Ja. Das sieht sehr viel professioneller aus. Let's go. Die Gastfreundschaft überbeansprucht, ich scheinbar habe. Okay. Leb wohl.
flüchten wir. Leb wohl, Chewbacca. Vermissen ich euch werde. Sie dürfen alle nicht flüchten. Wie viele der Jedi haben sonst noch überlebt? Gehört von niemandem. Wir haben. Hallo? Eine Antwort erwünscht sie wäre. Wenn diese Nachricht ankommt, zurückrufen du wirst. Leer der Jedi-Tempel ist. Besorgt ich nun bin. Vernichten die Sith. Wir müssen. Das hast du gut gemacht, mein neuer Schüler. Das ist nicht möglich. Das ist nicht möglich. Nutze deine Gefühle, Obi-Wan. Dann finden du wirst. Meister Jedi, wir hatten das Schlimmste befürchtet. Senator Organa, Meister Kenobi unterstützen ihr könnt. Kommt, dem Imperator einen Besuch wir abstatten müssen. Oh, wow. Mit Captain Panaka? Leute. Okay, da haben wir jetzt auch, so wie es aussieht, was Neues. Und wir haben Captain Green freigeschaltet. Den habe ich tatsächlich als Lego-Figur. Der ist mittlerweile arschteuer. Dann zum Senat, wir schnell müssen. Dunkle Zeiten es. Captain Green ist, keine Ahnung, der war bisher nur in einem Lego-Set. Und ich habe das ganze Set nur wegen einer Minifigur gekauft. Das Set an sich war Schmutz. Aber die Figuren dabei waren richtig gut. Ich glaube, Yoda war auch dabei. Nee, Yoda war nicht dabei. Warte mal, wer war denn da dabei? Da war nur Captain Green, glaube ich, dabei. Aber die Minifig kostet mittlerweile 50 Tacken, glaube ich. Meine teuerste Minifigur ist es trotzdem nicht. Das ist Davy Jones mit 100. Ah, Lego. Ich weiß nicht. Mittlerweile bin ich nicht mehr so auf Lego gestimmt. Weil die Firma schon viel Bullshit macht. Und die ganzen Kooperationen. Nicht länger sind. Verteidigen wir uns müssen. Sie haben sich alle gegen uns gemacht. Ich kann nicht glauben, was ich sehe. Dann halt. Wunderbar. Wir sind ein unabhängiges Droiden-Taxi. Keine App, kein Fahrer, kein Problem. Auf zum Senatsgebäude. Es ging jetzt recht schnell. Ohne Ladezeiten. Krass. Oh, jetzt können wir ja noch richtig betteln. Der hat den Sniper in der Hand. Wunderbar. Level Showdown im Senat. Also, das ist auch eine coole Szene, fällt mir gerade auf. Meister Yoda. Ich habe vernommen, einen neuen Schüler ihr habt, Imperator. Oder sollte ich euch lieber Darth Sidious nennen? Jetzt werdet ihr erleben, wie sich die vollkommene Macht der dunklen Seite auswirkt. Okay, das sollten wir hinbekommen. Eure Herrschaft ist.
und nicht kurz genug sie gewesen ist. Ganz genau. Ich habe unbegrenzte Macht. Wie habt ihr davon keine Vorstellung? Geschützt durch seine Verbindung zur dunklen Seite, die er ist. Einfluss auf die Macht schwächen wir müssen. Passt auf, geht in Deckung, Meister Yoda. Hey, er läuft einfach durch. Was müssen wir tun? Okay. Flieht vor meiner Macht. Nur so könnt ihr euch jetzt noch retten. Okay. Nur einen Moment. Er lässt nach. Jetzt müssen wir angreifen. Come on. Mein Gott. Diese Begegnung auch sein mag. Ihr seid kein Gegner für mich, Meister Yoda. Euren Schüler mitbringen, ihr hättet sollen. Sieht so aus, als ob dein Freund hier Hilfe braucht. Meister Yoda, ich kann mich nicht bewegen. Ihr werdet mich nicht aufhalten. Darth Vader wird viel mächtiger werden als jeder von uns beiden. Vertrauen in eure neuen Schüler etwas leichtfertig sein mag, wie auch euer Vertrauen in die dunkle Seite der Macht. Es ist noch nicht vorbei. Oh mein Gott, es ist ein geiles Battle. Okay, krass. Einen Moment der Ruhe wir ihm geben werden. Oh, wir müssen wieder A drücken. Verstecken, ablenken. Ein Feigling ihr geworden seid. Es muss einen Weg geben, an ihn ranzukommen. Ihr seid nicht geschockt von meiner unbegrenzten Macht, Meister Yoda. Wir müssen hier runter. Jetzt. Let's go. Typho, eure Unterstützung ich brauche. Alter, er ist immer noch hier drüben. Wunderbar. Müssen wir wieder ein bisschen Steuerkreuz drücken. 1, 2, 3. Ja, die Minispiele hätte es nicht gebraucht. Gebe ich ganz ehrlich zu. Wir haben eine Notfallkontrolle in die gesamte Technik im Senat eingebaut, nur für den Fall, dass das Schlimmste passiert. Oh, da hat er uns getroffen. Mit seiner Umgebung er geworden ist. Na los, Meister Yoda, wir dürfen ihn nicht entkommen lassen. Come on. Ruhe im Saal. Seht die wahre Macht der dunklen Seite. Ja, Captain Typho, komm, mach ihn fertig.
mich raus! Eröffne das Feuer auf den Jedi und seine Komplizen! Halt, Jedi! Feind identifiziert! Okay, er ist viel zu ineffizient. Wie geht's weiter? Da unten ist ein Minikit. Keine Ahnung, wie man da hinkommt. Truppen, schließt eure Mission ab. Eliminiert diesen Jedi. Verstanden. Es kommen weitere Truppen. Ziel erfasst. Feuer! Vorbereiten zum Angriff. So, warte mal. Da hinten ist irgendwie Strom oder so. Das kann man kaputt machen. Das werden wir jetzt auch tun. Da ist nochmal eins. So. Wo hat es hier im Senatsgebäude nochmal so Dinge? Es endet jetzt. Nirgends? Schade. Vielleicht haben wir sie zu spät entdeckt. Ins Exil gehen, ich werde müssen. Wenn jemand weiß, wo Anakin ist, dann Padme. Wir müssen schnell sein. Die Frage ist, wo ist Padme? Ja, das war ein geiler Kampf. Ohne Witz einer der besten bisher. Wir haben wieder extrem viel Zeug freigeschaltet. Wunderschön. So. Padme sollte noch in ihren Gemächern sein. Seid wachsam. Gefahren können hinter jeder Ecke lauern. Aber warum können wir jetzt... Ach, egal. Werten wir uns ein bisschen auf. Was bringt denn das Zeug hier unten? Blaster machen mehr Schaden. Laserschwerter machen mehr Schaden. Schneller wiederhergestellt, okay. Bringt mir ehrlich gesagt nicht wirklich viel. Was bringt es denn uns, wenn wir das jetzt noch anzeigen lassen? Ah, Datenkarten werden auch angezeigt. Das ist gar nicht so schlecht. Wenn man das schnell maxt. Weil das ist ja eigentlich die Grundvoraussetzung für alles andere. Sammelgegenstände sind ja das Wichtigste, sonst... So... Weg mit dir. Müsst ihr irgendwo hin? Dann seid ihr hier richtig. Wohnbezirk Ost. Wunderbar. Nun da sein. Ist es eigentlich auch auf der Hauptplattform? Vom Senatsbezirk? So wie es aussieht schon. Jo. Da hinten ist auch einer. Bail verprügelt ihn. Organa ist halt auch noch ein cooler Charakter, aber man sieht ihn so wenig.
Der ist auch ziemlich schnell Matsch. Nachdem Alderaan in die Luft gejagt wird. Lass uns schnell machen. Ich hab zu tun. Was hast du denn zu tun? Lol. Obi-Wan hat halt nichts zu tun. Wirklich gar nichts. Lül. Was ist denn das jetzt hier hinten? Ah. Das ist Episode 2. Und hier brauchen wir den Schlüssel dafür, so wie es aussieht. Wir nehmen hier mal kurz alles hops. Gut. Oh, sie versucht den Kuchen noch zusammenzuhalten. Nein. Palpatine ist der Sith Lord, nach dem wir gesucht haben. Anakin ist ein neuer Schüler geworden. Ich glaube euch nicht. Ich muss ihn finden. Es steckt immer noch Gutes in ihm. Ich weiß es. Anakin sagte mir, er wolle nach Mustafar. Wir müssen ihn vor Obi-Wan finden. Du meine Güte. Ich habe angeordnet, dass mein Schiff zum Abflug vorbereitet wird. Wir müssen sofort zum Landeplatz gehen. Wenn das, was Meister Kenobi sagt, wahr ist, würde ich vorschlagen, dies den überaus... So. Wo müssen wir hin? Können wir jetzt eigentlich auch wechseln? Nee. Jetzt haben wir es nicht mehr. Hm. Merkwürdig. Ah, kann sie keine Rolle machen, weil sie ja schwanger ist. Ich kann euch überall hinbringen. Ja, dann bring uns mal hier hin. Wo soll's denn hingehen? Ah, ich bin bei der... Hä? Ah, ich muss dorthin. Ups. So. Nehmen wir den Kuchen mit. So, wo müssen wir hin? Ah, hier ist Mustafa. Ne, das ist Coruscant. Was ist das hier für ein Raumschiff, lol? Hör mal, dieser Droide braucht doch gar nicht alle seine goldenen Schiffe, oder? Das hier ist jetzt meins! Das kriegst du nicht! Ja, ja, entkommen halt. Kann ich jetzt einfach nach Mustafa? Warum muss ich jetzt erst ins Raumschiff? Damit ich nach Mustafa komme, lol. Vorher ging das doch auch immer anders. Das ist definitiv Mustafa. Aber wo könnte Meister Anakin sein? Da vorne.
Aber Mustafa sieht schon heftig aus. Was wird hier angezeigt? Deutlich über dir. Okay, das Level starten wir dann in der nächsten Episode, im nächsten Part. Und dann beenden wir Episode 3. Oh Gott. Aber war mal wieder ein geiler Part, ohne Witz. Ich würde mich bedanken fürs Zuschauen. Welcher Part gefallen hat, das da oder oben da, wenn nicht, lasst mir einen Schuh. Tschüss und bis bald.